Roncole Verde, ein kleiner Ort in der Bassa Padana, der Poebene zwischen Piacenza und Parma, in der Emilia-Romagna. Maestro Giuseppe Verdi ist hier geboren. Seine Musik ist allgegenwärtig, hängt über den fruchtbaren Feldern, erfüllt die Trattorias und scheint in den Teig der heimischen Tortelli eingearbeitet. Diese Region hat allen Sinnen etwas zu bieten. Man pflegt eine Kultur des guten Geschmacks. Nicht nur die hausgemachte Pasta versetzt den Gaumen in Erstaunen. Auch Wurstwaren und Käsesorten gibt es in vielen Variationen. Der Schinken hier hat Tradition. Vom Prosciutto di Parma bis zum Culatello di Cibello. Immer wieder überrascht die Vielfalt der Spezialitäten. Nicht umsonst hat die Region den Beinamen La Grassa, die Fette. In Busetto hat man Giuseppe Verdi ein Denkmal gesetzt. Und er scheint skeptisch jeden Dienstag das Treiben am Markt zu beobachten. Zu gemischt ist hier das Angebot für seine ästhetisch-kulinarischen Ansprüche. Aber es geht auch anders. In der Trattoria La Buca werden Tortelli zubereitet. Alla Verdi könnte man sie nennen. Gäbe es nicht schon genug Produkte alla Verdi? Verdi war seiner Heimat verbunden und schätzte ihre originalen Gerichte. Alles wahre Wunderwerke an Fantasie und Kunstfertigkeit. Bei den verschiedenen Formen dieser Teigkringel entzünden sich immer neue Debatten über ihre Füllungen. Diese erfordern allerdings Geduld und eine gute Köchin. Mit den Einwohnern von Busetto hatte Verdi Zeit seines Lebens Schwierigkeiten. Zu anstößig war seine Beziehung zu der rätselhaften Dame, mit der er im Palazzo Orlandi eingezogen war. Zu sehr blühten Klatsch, Gerüchte und offene Missbilligung. Verdi war verbittert. Wie wundervoll, wie elegant. Was für ein Ort, was für eine Gesellschaft. Eine bestimmte Art von Tortelli, Capelletti in Brodo, waren Verdis Lieblingsteigwaren. Und Agnolini, da sind so kleine Nudeln und da ist Käse drin. Das war seine Lieblingspasta. Heute haben die Einwohner von Busetto den wehrlosen Komponisten längst vereinnahmt. Den Schwan von Busetto nennen sie ihn mystisch und ein wenig unerklärbar. Aber der Begriff ist allgegenwärtig. Er ist einer der Ehren, der es geschafft hat, aus dem Schatten der Kleinstadt in den Glanz des Weltraums zu treten. Werde selbst alles prosaischer. Ich bin und werde immer ein Bauer aus Roncole bleiben. Verdi stilisierte seine Naivität und erinnerte sich einer Kindheit in Armut und Dunkelheit. Trost spendete früh die Musik in der Dorfkirche San Michele Arcangelo. Hier wurde er getauft, hier erhielt er den ersten Orgelunterricht. Er war 12, als man ihm die Organistenstelle übertrug und er mit einer geregelten musikalischen Ausbildung beginnen konnte. Die Legende vom armen, ungebildeten Bauernsohn, der in der Gaststube seiner Eltern aushelfen musste und im Hinterzimmer die Waren für den angeschlossenen Lebensmittelladen verstaute, hält sich hartnäckig und scheint durch die spartanische Einrichtung seines Geburtshauses belegt. Das hört sich spannender an als eine Kindheit in einer nicht ungebildeten Familie mit einem kleinen Landbesitz und einem florierenden Handel mit Schinken und Wein, Salz und Kaffee. Im Keller der Verdis wird es nicht viel anders ausgesehen haben als hier in der Trattoria La Buca. Und auch die Kontrolle der Schinken ist bis heute unverändert.
Neben den Schinken locken zahlreiche Wurst- und Salami-Variationen. Dem Einfallsreichtum der Fleischer sind keine Grenzen gesetzt. Ja, manche Legenden berichten, dass der Spanna Cotta, die eingesalzene und dann gekochte Schweineschulter, serviert mit süß-scharfer Mostarda, eine Entdeckung des jungen Verdi sei, aus Sparsamkeitsgründen. Durch das Kochen konnte man Fehler in der Schinkenerzeugung noch vor Ende der Reifezeit korrigieren. Wie auch immer, in den Trattorias der Bassa redet man gern und viel über das gute Essen. Der Sonntag gehört der Familie, Freunden und dem gemeinsamen Mittagstisch. Und auch der Maestro zählt zu den Freunden. Verdi selbst verschleierte gern seine Jugend, aber er erwies sich Zeit seines Lebens dankbar, in Busetto einen Gönner gefunden zu haben, der den 12-Jährigen zum Mozart Italiens erklärte. Antonio Barrezzi, Lebensmittelgroßhändler, der die Läden der Region belieferte, war vom musikalischen Talent seines Schützlings derart überzeugt, dass er alles daran setzte, diesem eine Ausbildung in Komposition zu ermöglichen. Der eindrucksvolle Palazzo direkt am Hauptplatz von Busetto zeigt Stil und Reichtum. Hier nahm Barrezzi Verdi auf, als Klavierlehrer für seine Tochter, die auch Verdis erste Ehefrau wurde. Der Schwiegervater war Präsident einer philharmonischen Gesellschaft mit eigenem Orchester, das aber wegen der Dominanz der Blasinstrumente eher an eine Militärkapelle erinnerte. Nichts konnte Antonio Barrezzis Glauben an Verdi erschüttern. Du bist zu etwas Besserem berufen und sollst nicht Salz verkaufen und das Feld umgraben müssen. Verlange von der Armenstiftung ein wenig Unterhalt, den Rest übernehme ich. Du kannst nach Mailand ans Konservatorium gehen. Aber der junge Verdi bestand die Aufnahmeprüfung nicht. Noch im hohen Alter empörte sich Verdi, als das Institut seinen Namen erhielt, über diesen Anschlag auf seine Existenz. Barrezzi war weiter vom Genie seines Schwiegersohns überzeugt, wenn sich auch die nächsten Jahre schwierig gestalteten. In der Provinz fürchtete Verdi nicht weiterzukommen, in Mailand war es schwierig Erfolg zu haben. Private Tragödien überschatteten alles. Nur 4 Jahre nach der Hochzeit starben seine Frau und die beiden Kinder. Krankheit, Tod und Geldsorgen lähmten Verdi. Doch er hielt sich an sein Prinzip. Wenn man die Wirklichkeit nachbildet, kann etwas recht Gutes herauskommen. Aber die Wirklichkeit erfinden ist besser. Weit besser. Mailand war immer eine Schicksalsstadt für Verdi. Hier hatte man seine Bewerbung ans Konservatorium abgelehnt. Aber er feierte hier später auch seine größten Triumphe. War es Schicksal, dass ihm der Impresario Marelli in der Galleria das Textbuch zu Nabucco fast beiläufig in die Hand drückte. Jedenfalls war für den jungen Komponisten nach der Premiere 1842 nichts mehr wie zuvor. Verdi war plötzlich ein Star. Man verlangte nach seinen Porträts. Er war Gesprächsthema in den Salons. Und die Drehorgeln spielten seine Melodien auf den Straßen. Mit dem Chor der gefangenen Israeliten in Nabucco hatte Verdi den Nerv einer ganzen Nation getroffen, die gerade dabei war, sich zu finden. Va pensiero, Flieggedanke auf goldenen Flügeln, wurde zur Metapher der Selbstbefreiung und Einigung Italiens, die plötzlich möglich schien. Verdi begegnete Männern, die im Risorgimento für ein vereintes und unabhängiges Italien kämpften und traf Frauen, die, wie er, souverän alle Konventionen missachteten. Dem armen, geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten und es darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kundgeben, schrieb Heinrich Heine in den Reisebildern. Und Verdi begeisterte sich. Ehre ganz Italien. Die Stunde seiner Befreiung hat geschlagen, dessen sei nur gewiss. Das Volk will sie. Und wenn das Volk will, dann gibt es keine absolute Macht, die ihm widerstehen kann. Ja, noch wenige Jahre. Und Italien wird frei, eins, republikanisch sein.
Nach der Premiere von Nabucco war Verdi berühmt. Allein in der Scala gab es bis 1850 100 Vorstellungen. Nabucco brachte ihn Ruhm und vor allem Geld. Welche machtvolle Position er plötzlich einnahm, bewies ein neuer Kompositionsauftrag. Die Höhe des Honorars konnte er selbst bestimmen. Verdi war auf dem Weg nach oben. Seine Opern waren Auftragswerke und er arbeitete ständig unter Zeitdruck. Das Risiko der Aufführungen trug der Impresario, der auch die Sänger engagierte und die nächste Stagione bestimmte. Längst wurden Opern nicht mehr nur für ein gebildetes Publikum geschrieben. Das erklärt manches allzu Plakative und den Einsatz von Theatereffekten, wie sie heute noch in der Arena di Verona wirken. Patriotische Chöre und Marschszenen kannte man zwar, aber Chorszenen in derart vergrößerten Dimensionen feierte man als etwas Neues. Heute noch folgt das Publikum in Verona ein Da Capo des berühmtesten aller Opernchöre. Nabucco wurde auch privat für Verdi bedeutsam. Giuseppina Strepponi war die Abigail der Uraufführung. Und es begann eine klassische Liebesgeschichte. Diva verliebt sich in Star-Komponist und verlässt mit ihm die lärmende Geschäftigkeit von Mailand und Paris und geht mit ihm in die hinterste Provinz. Hier ist nichts, was einen Star anziehen könnte. Aber Verdi folgt dem Ruf seiner Heimat. In Busetto, in der flachen, ereignislosen Landschaft der Po-Ebene, je nach Jahreszeit, vertrocknet, vernebelt oder überschwemmt, kann Verdi seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen entgehen. Es ist eine arge Plage, berühmt zu sein. Die armen, kleinen, großen Männer, die es sind, bezahlen für ihre Popularität recht teuer. Ich gehe in die Felder. Das Wetter ist schön und ich laufe von morgens bis abends. Es ist ein sehr prosaisches Leben, aber man fühlt sich wohl.
fühlt sich Verdi auch mit der Küche der Massa. Also Aal, den hat sicher auch Giuseppe Verdi gegessen. Er hat ja nahe beim Fluss gewohnt. In dieser Gegend hat man immer viel Fisch gegessen. Gebratenen Aal, Aal mit Erbsen. Das ist ein typisches Gericht für uns. Wir braten ihn auch. Ein bisschen Weißwein, Weißwein aus der Region. Und Erbsen. Und dann geben wir noch geschälte Tomaten dazu. Das gibt Geschmack und Farbe. Bei diesem Gericht muss man warten, bis alles gut durch ist. Die glühend heißen Sommer bringen das Hirn der Leute zum Kochen, schrieb Giovanni Guareschi über seine kleine Welt der Massa Padana. Und wie bei Don Camillo und Pepone beherrschen harte Schädel und Starrsinn die Menschen. Auch Verdi hat den Ruf eines Bären. Ich bin wirklich nicht sehr liebenswürdig im Theater und auch sonst. Wer eine derartige Berühmtheit erreicht hat, ist Ziel von Bittstellern, Adebeis, verkannten Genies und Ratgebern aller Art. St. Agata in der Nähe von Busetto in der Provinz Parma. Hier erwirbt Giuseppe Verdi ein Landgut, um sich zurückzuziehen. Er ist 34, hat 5 Opern komponiert und ist weltberühmt. Die Opernhäuser reißen sich um ihn und die Damen erst recht. Niemand versteht diese Entscheidung, in die Einöde zu ziehen. Aber Verdi ist nun in seine Heimat zurückgekehrt. 4 Wände, um sich gegen die Sonne und die Unbilden der Witterung zu schützen. Ein paar Dutzend zum größten Teil von meiner Hand gepflanzte Bäume und ein Tümpel, den ich mit dem Titel See beehren will. Alles das ohne Plan, ohne architektonische Ordnung. In diesem Haus, in diesem Anwesen, herrscht eine besondere Atmosphäre. Obwohl ich hier seit Jahren arbeite, fühle ich mich fremd. Ich gehe sozusagen auf Zehenspitzen. Ich bin im Haus des Maestro. Denn hier fühlt man noch immer sein Wirken, seinen Geist. Sein Leben wird hier greifbar. In St. Agata beginnt für Verdi und Giuseppina Strepponi, seine Lebensgefährtin und spätere Frau, eine Zeit ungewohnter Stille und Einsamkeit. Es ist, als wäre er geblieben und wir sind seine Gäste. Gäste empfängt der Maestro Zeit seines Lebens nur in St. Agata. Aber niemand, der ihn in dieser Einöde besucht, kann sich vorstellen, dass der gefeierte Star der Oper hier sein Leben verbringt. Verdi lebte hier über 50 Jahre. Wenn wir seine Winterquartiere in Paris, Genua und Mailand weglassen, war St. Agata sein Heim bis zu seinem Tod. Ab dem Jahr 1851 lebte er da mit seiner zweiten Frau Giuseppina Strepponi. Fühlte sich Verdi anfangs nur von Bauern und Ochsen umgeben, empfand er das neue Leben bald wie eine Offenbarung. Dass sich St. Agata zu einem musterhaft geführten Gut entwickelte, war schließlich sein Verdienst. Als Verdi dieses Gut erwarb, gab es diesen wunderschönen Park noch nicht. Er verwendete, wie man sieht, einen Teil seines Besitzes für diesen Park, für den er botanische Kostbarkeiten aus der ganzen Welt heranschaffen ließ, was ihn so charakteristisch und schön macht. Früher wurden hier die typischen landwirtschaftlichen Produkte erzeugt, die damals üblich waren. Frumento, il fieno per il bestiame, campi di ortaggi. Trotz aller Erfolge und der Sympathie, die man ihm entgegenbrachte, wuchs Verdis Unzufriedenheit. Gewiss war Koketterie im Spiel, aber auch Zweifel an seiner künstlerischen Arbeit. Ich sehne mich nicht, nach Paris zu gehen. Diese Stadt hat keinen besonderen Reiz für mich. Dennoch übte Paris eine besondere Anziehungskraft auf Verdi aus, denn hier und nicht in Italien war das Zentrum der Opernwelt. Hier musste man bestehen.
Nie Gesehenes, nie Gehörtes war gefordert, um das Publikumsinteresse wachzuhalten. Nach der Don Carlos-Premiere musste er sich den Vorwurf gefallen lassen. Verdi ist kein Italiener mehr. Da folgt Wagner. Mit anderen Komponisten musste sich Verdi schon bei seinem Debüt in Paris gefallen lassen. Gegen Meyerbeer und Aubert fand man Verdis Jerusalem schwerfällig und langweilig. Ist schön, ist poetisch, himmlisch, aber ich möchte da nicht gerne bleiben. Das Teatro La Fenice war neben der Pariser Oper ein beliebter Uraufführungsort seiner Opern. Scala blieb eindeutig Verdis Heimstätte. Aber bei aller Popularität wuchs seine Theatermüdigkeit. Die Leute sind immer glücklich, wenn sie zu einem Skandal kommen können. Wir armen Zigeuner, Scharlatane sind nun einmal gezwungen, unsere Einfälle, unseren Wahn und Rausch um Gold zu verkaufen. Und das Publikum erwirbt sich für 3 Lire das Recht, uns auszupfeifen oder mit Beifall zu überschütten. Cargo del caso, pero termina sucumbiendo a la principal sospechosa del terrible asesinato. ¿Qué, Romeo? Sure, I'll give you a ride home. Sine qua non proyecta El cuerpo del delito de Uli Eder con Madonna y William Dafoe.
jueves, 23 horas. Para este chef italiano, lo importante de la vida es dónde quieres estar. ¿Qué quieres hacer? De vacaciones llegué aquí. Bueno, venía de Guatemala, en el 90, creo que a la final del 96, si no me equivoco. Venía de Guatemala, viajaba de Guatemala. En la serie ¿Por qué México? Conoce a Luca Miero, sábado, 21 a 30 horas. Das neue U-Bahn standen stets unter Termindruck. Viel Zeit verbrachte er auf beschwerlichen Reisen und oft unter unzulänglichen Bedingungen. Mit überaus erfolgreichen Inszenierungen unter seiner Leitung in Mailand, Neapel, Brescia und Parma rettete der Komponist manches Opernhaus vor dem Ruin. Aber er beklagte sich. Und jetzt so viel Pomp für eine Oper. Journalisten, Solisten, Choristen, Direktoren, Professoren und so weiter und so weiter. Um Himmels Willen keine Reklame, kein Drum und Dran, das für mich die allertiefste Erniedrigung ist. Die mondäne Welt der Opernhäuser schien Verdi fremd geworden zu sein. Die Logen und Separés der bürgerlichen Theater hatten ihren Reiz verloren. Verdi sehnte sich nach seiner Einöde und seinem Himmel. Ehrungen kommentierte er nur ironisch. Dass er je zum Theater zurückkehren könnte, erschien ihm ganz unwahrscheinlich. Schlimm genug, dass sein Name mystisch interpretiert wurde. Vittore Emanuele Re d'Italia. Es ist der Mythos, der seinen Namen unlösbar mit dem italienischen Nationalstaat verbindet. Was ist daran auszusetzen, wenn ich es für richtig halte, nicht einmal bei denen Besuche zu machen, die Titel tragen. Wenn ich meine Güter verwalte, weil es mir gefällt und mir Freude macht. Da zieht er den Kontakt mit den einfachen Leuten vor. Und seine Melodien verfehlen auch hier ihre Wirkung nicht. Viviamo, viviamo, negli eti calici che la bellezza ci infiora. La 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 fuggevo, fuggevo ora. La Traviata. Für uns ist Giuseppe Verdi einer, der beispielsweise jederzeit bei dieser Tür hereinspazieren könnte. Jeder von uns weiß, was Tortelli singt und jeder weiß auch genau, wer Giuseppe Verdi ist und was das bedeutet. Für uns ist er unsere Natur, unsere Welt. Die Bauern vergötterten den Maestro. Er gab vielen Arbeit und ermöglichte ihnen so weit den Verbleib in Italien, denn viele andere mussten emigrieren. Der Großvater der Spigarolis war nur einer von vielen, die für Verdi gearbeitet haben. Und weil er auch Fleischhauer war und Wurst und dergleichen herstellte, war er vielleicht mehr als andere in Kontakt mit ihm. Diese Tradition führen die Enkel weiter und erzeugen den König unter den Schinken, den Curatello de Cibello. Er ist der Stolz und Reichtum dieses Landstrichs entlang des rechten Poufers. Hergestellt aus dem besten Schinkenstück, eingerieben mit einer Mischung aus Meersalz, Pfeffer, Knoblauch und Weißwein. Umhüllt von einer Schweinsblase und gekonnt verschmiert. Wir sind seit etwa 1700 in der Gegend von Parma ansässig. Unsere Vorfahren waren Bauern und wurden dann für Maestro Verdi tätig. Sie produzierten aber auch Würste und vor allem den berühmten Curatello. Den nahm sich der Maestro übrigens auf seine Auslandsreisen mit. Verschiedene Würste, Curatello, guten Parmesan und auch Wein. Aber ich muss zugeben, keinen riesigen, sondern er trank Bordeaux. Buon formaggio parmigiano. Il vino si concedeva però non un vino italiano, ma il Bordeaux. Beim Wein kann Verdi seinen Lokalpatriotismus vergessen. Chianti und Bordeaux sind seine Favoriten. Der einheimische Wein bleibt körperlos, auch wenn er von den eigenen Weinbergen stammt. Die Einheimischen sind mit ihrem Lambrusco zufrieden. Gut gekühlt, leicht. Produceva anche il suo vino,
Verdi hat auch eigenen Wein produziert. Den hat er aber nicht verkauft. Das war nur eine Liebhaberei von ihm. Hier gibt es keine großen Weine. Wir haben einen ganz leichten Wein, den Fontana und den Lambrusco. Beides Weine, die gut mit Salume und Colatello harmonieren. Nachdem wir für Verdi als Landwirte tätig waren, kamen wir hierher und erwarben eine Landwirtschaft. Wir betrieben auch eine Fähre über den Po. Außerdem wurden wir Mieter auf dem Gutshof Antica Corte Pallavicina, wo wir den Colatello und andere Spezialitäten erzeugen konnten. Unbestritten ist dies der König der italienischen Wurstwaren. Der Gutshof des Bigarones wird mit Liebe und Sorgfalt betrieben. Schweine sind überall auf den Bauernhöfen der Emilia zu finden, aber die Spigaronis waren damit nicht zufrieden. Schließlich fanden sie in Spanien die richtige Schweinerasse für ihren Colatello. Wir haben ein Spitzenprodukt mit Herkunftsgarantie, denn will man einen guten Colatello kaufen, dann muss man ihn in diesen wunderbaren Kellern suchen. Er muss den Geschmack des Nebels angenommen haben und darf auf keinen Fall in einem klimatisierten Raum hergestellt worden sein. Er darf nur im Herbst oder Winter erzeugt werden und muss den Geruch, das Aroma und die Zartheit haben, die wir mit unseren Schinken verbinden. Verdi liebte das Landleben auch in der schlechten Jahreszeit. Er kaufte weiter Ländereien, verbrachte den Tag auf den Feldern, jagte in den Auen. Er eignete sich spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet des Acker- und Weinbaus an und lernte von seinen Handwerkern. Er war nicht einfach ein reich gewordener Maestro, der sich aufs Land zurückzog, um sich von den Anstrengungen des Berühmtseins zu erholen. Er kümmerte sich sogar um das Personal, an dem er ständig etwas auszusetzen hatte. Überhaupt möchte ich wissen, ob man meine Anordnungen respektieren will oder nicht. Ihr werdet niemals lernen zu befehlen und auch nicht gehorchen lernen. Verdi besuchte die Viehmärkte der Umgebung, züchtete Pferde und richtete eine eigene Molkerei ein. Unverständlich für seine Gäste. Denn mit dem Komponieren konnte er viel mehr verdienen. Aber der Maestro war sparsam. Man könnte ihn fast geizig nennen. Zu sehr haben ihn die kargen Zeiten seiner Jugend geprägt. Die Landwirtschaft erzeugte alles, was man auf St. Agatha brauchte. Und das im Überfluss. Auch den von ihm geliebten Parmesan. In der Emilia ist der Parmesan der Käse par excellence. Man verwendet dazu die Milch von Kühen, die ausschließlich mit Gräsern oder Heu gefüttert worden sind. Von der abends gemolkenen Milch wird am Morgen der Rahm abgeschöpft und frische Vollmilch zugegeben. Darauf folgen diverse Phasen der Käseerzeugung. Danach reift der Käse mindestens 12 Monate, gelegentlich auch länger, zum Parmigiano Reggiano. Heute wohl eine der bekanntesten Käsesorten der Welt. St. Agatha liegt heute noch abseits aller Verkehrsverbindungen. Die Anreise war immer beschwerlich, aber Verdi kümmerte sich um seine Gäste und hielt sich einen eigenen Fuhrpark. Manchmal holte er sie selbst von der Bahn. Die Bevölkerung hatte sich längst an den Gutsherrn im schwarzen Anzug gewöhnt, der selbst mit der Kutsche durch die Gegend fuhr. Giuseppe Verdi fu un grande agricoltore. Giuseppe Verdi war ein großartiger Landwirt, schon damals ein Pionier der Agrartechnik. So importierte er beispielsweise die Bewässerungsanlagen für seine Felder aus England. Aber die Arbeit auf seinem Besitz hatte auch eine wichtige soziale Funktion.
Er errichtete für die Bauern und Viehzüchter, die für ihn arbeiteten, Häuser. Er gab vielen Leuten Arbeit und ermöglichte es ihnen, in der Heimat zu bleiben und nicht auswandern zu müssen, was damals sehr häufig der Fall war. Diede lavoro tante persone e permise ai tempi alle persone di non emigrare, cosa che invece era un fenomeno ricorrente in tutte le altre zone limitrofe. Auf die Jagd gehen. Auch in dieser Hinsicht war Verdi ganz Italiener. Bevorzugte Jagdbeute war Wildente, Wachtel, Rebhuhn und Fasan. Die Freude am Essen und Trinken ist in St. Agatha Beweis für seelisches Wohlbefinden. Sind keine Gäste im Haus, geht es ruhig zu. Selbst wenn Verdi komponiert, sitzt er selten am Klavier. Er arbeitet lieber an seinem Schreibtisch. Das Klavier bleibt den Proben mit den Sängern vorbehalten. Gäste, die erwarten, die neuesten Melodien zu hören, werden meist enttäuscht. Und seine Frau notiert: Ich bin von der Sängerin zur Hausfrau aufgestiegen. Aber die Hausfrau hatte auch Grund zur Eifersucht. Die Sopranistin Theresa Stolz bemühte sich um Verdi und wurde schließlich nicht nur seine Aida, sondern auch seine Geliebte und war häufig Gast in St. Agatha. Signora Stolz kam heute an. Immer noch sehr schön. Dunkel, dunkel, dunkel vor mir, notierte Giuseppina zu dieser Beziehung. Die Weltausstellung von 1867 hatte eine Welle der Ägyptomanie ausgelöst, der auch Verdi nicht entkam. Das Publikum suchte auf der Opernbühne ein Panoptikum vergangener Kulturen und Religionen, dessen Schein von Echtheit alles andere vergessen ließ. Mit der Prachtentfaltung auf der Bühne und Massenszenen erfüllt sich heute noch der Wunsch des Publikums nach der Grand Opera, die alle Bevölkerungsschichten anspricht und nach wie vor in der Arena von Verona ihre perfekte Darstellung findet. Man setzt auf eine Mischung aus populärer Musik und kulinarischer Tradition. È una tradizione questa che si perde nella notte dei tempi, naturalmente. Natürlich war der Festcharakter auch kulinarischer Art früher viel wichtiger, aber er besteht immer noch. Die Leute kommen einige Stunden früher und setzen sich auf die Stufen. Sie genießen die letzten Sonnenstrahlen, essen etwas und gönnen sich ein Glas Wein. Siede per tempo sui gradoni, si gode l'ultimo sole, generalmente di giornate splendide, per cui consuma qualche cosa da mangiare e soprattutto del vino, dell'ottimo vino italiano. Aida e Nabucco, Aida und Nabucco sind Opern, die besonders gut ankommen. Noi le presentiamo appositamente per questo pubblico. Oh,
Melodie wusste um die Effekte, die seine sterbenden Helden und Heldinnen bei den Zuschauern auslösen. Und er verstand es, sich selbst zu inszenieren. Niemals werde er eine Lebensgeschichte schreiben, versprach er. Allerdings entriss ihm sein Verleger eine biografische Lebensskizze. Ein Meisterwerk der Selbstdarstellung. Sonst hatte er es nicht gern, seinen Namen verwendet zu sehen. Selbst das Opernhaus in Busseto, das seinen Namen trägt, betrat er nie. Zu sehr hielt er den Bürgern von Busseto vor, wie sie ihn und Giuseppina behandelt hatten, als sie unverheiratet den Palazzo Orlandi bewohnten. Allerdings leistete er einen beachtlichen Beitrag zur Errichtung des Teatro. Und zur Eröffnung gab man Maskenball und Rigoletto. Sie haben mir keine Absolution erteilt, weil ich zur Eröffnung keine Oper geschrieben habe und weil ich die Patti, Fraschini, Graziani und so weiter nicht kommen ließ, um zu singen. Wie zum Teufel sollte ich diese Künstler am Kragen packen und zwingen, in Busseto zu singen? Verdis Loge blieb leer. Wer auf Verdis Spuren in der Bassa Padana unterwegs ist und das Glück hat, die richtige Trattoria zu finden, wird sich fühlen wie ein Gast in St. Agatha. Verdi ist kein Schwelger, aber er ist ein Feinschmecker. Er ist wahrhaftig gastfreundlich, das heißt freigebig und verständig. Verdi fühlt sich wohl beim Tisch, aber mehr als alles andere liebt er es, unter seinen Gästen die geistreiche und ehrliche Fröhlichkeit strahlen zu sehen. Er ist ein Künstler und als solcher hält er das Mahl mit Recht für ein Kunstwerk. Wir hören uns oft in der Küche etwas von Verdi an. Wenn die Musik so richtig laut ist, bringt uns das in Fahrt. Da kann es schon vorkommen, dass wir zu streiten beginnen. Da wird man schon ein wenig aggressiv. Nicht, weil die Musik aggressiv ist, sondern weil die Noten immer lauter werden. Wir machen jetzt eine Torta di Tagliatelle. Mandeln, Zucker und ein bisschen Butter. Jetzt noch einmal Tagliatelle. Zucker. So, das wird jetzt ins Rohr gestellt bei 150 Grad. Torta di Tagliatelle. Einen Versuch wert. Wie die Torta Turunata oder die Spongata, eine Torte aus Walnüssen, Honig, Pinienkernen und Gewürzen, die in der Emilia zu Weihnachten serviert wird. Und alles mit Verdi als Schutzpatron. Verdi hatte gerne Gäste. Freunde wie Arrigo Boito und Therese Stolz blieben oft wochenlang. Während er seinen Arbeiten nachging, bewegte sich der Gast so ungezwungen, als lebte er schon seit Jahren hier. Manchmal kochte Verdi selbst und war da nicht ohne Ehrgeiz. Es ist Herbst geworden in St. Agatha.
Zur Erinnerung an einige Opern hat er Verdi Bäume gepflanzt, eine Platane für Rigoletto, eine Eiche für den Troubadour und für La Traviata eine Trauerweide. Nach der Aida und dem Requiem schien sein Lebenswerk abgeschlossen. Die Jahre vergingen in immer gleichem Rhythmus. In 16 Jahren entstand keine neue Oper. Im Geist empfinde ich noch immer den großen und lieben Frieden von St. Agatha. Schreibt Arrigo Boito, dem es gelingt, Verdi zu einem neuen Projekt zu überreden. Sie nennen es das Schokoladenprojekt. Am Tag der Uraufführung des Otello waren schon mittags alle Straßen in Mailand verstopft. Und vor der Skala nahmen die Viva Verdi-Rufe kein Ende. Nie wieder glaubte er, werde er dieses Glück erleben. Es gibt nur einen Weg, besser als mit dem Otello zu enden, und das ist der, siegreich mit dem Falstaff aufzuhören. Boito lüftete das Geheimnis Falstaff bei einem Abendessen mit einem Trinkspruch auf den Fettwanst. Mit Falstaff nahm der Maestro endgültig Abschied von der Bühne, und gerade mit dieser Oper kam er der Perfektion am nächsten. Casa de Riposo, ein altes Heim für mittellose Musiker in Mailand, von Verdi gegründet. Er überwachte noch die Fertigstellung des Hauses, der Ende 1899 abgeschlossen war. Hier sollte auch seine und Giuseppines letzte Ruhestätte sein. Viele junge Komponisten, Massenet, Mascagni, Leon Cavallo, Wolf Ferrari, suchten Verdi auf. Doch trotz seines alten Ratspruchs, macht das, was die anderen noch nicht gemacht haben, nahm seine Skepsis gegenüber der zeitgenössischen Musik zu. Das Leben in St. Agatha war trostlos geworden. Verdi hielt sich immer mehr in Mailand auf und im Dezember 1900 verließ er sein Landgut für immer. Ich bin nicht krank, aber mir geht es auch nicht gut. Am 27. Januar 1901 starb Maestro Giuseppe Verdi in seinem Lieblingshotel in Mailand, nicht ohne eine Menükarte seines letzten Abendessens zu hinterlassen. Forelle nach Art des Küchenchefs, Rinderlende auf Gärtnerinnenart. Und so weiter. An der Beisetzung in der Kapelle der Casa di Riposo nahmen 300.000 Menschen teil. Und unter Arturo Toscaninis Leitung erklang der Chor, der zur geheimen Hymne Italiens wurde. Pensiero, Flickgedanke auf goldenen Flügeln. Seine Heimat, die Emilia und St. Agatha, scheint der Maestro gar nicht verlassen zu haben, weder musikalisch noch kulinarisch.
Das ist ein typischer Wein unserer Gegend. Sehen Sie die Farbe? Lieblich. Scheint eine Limonade zu sein. Das ist für uns wie Coca-Cola. Der Wein tut gut. Und gut gekühlt ist er auch.